Herzlich willkommen, liebe Freunde des Endzeit-Rollenspiel-LPs hier bei Fallout New Vegas. Der gute Regis redet gerade mit hier Papa Schlumpf und da Sie haben reden wir Menge jetzt auch Chance mal. Geleistet. Glauben Sie nicht, das sei mir nicht aufgefallen. Was kann ich für Sie tun? Caesar abschwören. Bis jetzt nichts. Bis dann. Siehst du, das schon viel netter, Häuptling triefender Bär. Mr. Harris kann man nicht vertrauen. Nö, das sowieso. Redet der mit einer Colaflasche am Mund, so die leer? Ja, macht er. Okay. Mach ich auch gern mal. Jetzt gucken wir erstmal, wen wir hier alles finden müssen. Da ich kann mich noch an Melissa erinnern. Die beiden Drogenköche auf alle Fälle. Die beiden Drogenköche. Und du musstest irgendwo Beweise suchen, dass die RNK... Nee, warte mal, wie war das noch? Für irgendwas musstest du Beweise suchen. Ja, dass sozusagen die... Okay, Melissa müssen wir anscheinend nicht mehr überzeugen. Aufgaben. Melissa auch müssen wir. Na gut, wir gehen jetzt erstmal zu hier... Check den beiden Meth-Köchen. Die sind nämlich hier oben. Ach, okay. Hier zeigt uns... Okay. Boah. Na, da kommen wir ja ein bisschen durchs Ödler. What? Was ist das? Cottonwood Cove. Okay, war es auch immer... Ach, da werden wir wahrscheinlich die Beweise finden und hier wird die Melissa sein. Na gut, wir gehen jetzt erstmal hier hoch zur Red Rock Drogenküche. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Cottonwood Cove. So, ich habe jetzt mein kleines Schlückchen aus meiner Vault 13 Kantine genommen. Und nee, nicht durchs Feuer laufen. Ich hätte gedacht, dass die Sprengung der Einschienenbahn. Ja, halt die Backen, ich rede jetzt mit dir. Schaut mal, wer hier ein gutes Kahn-Karma verbreitet. Ja, ich bin voll gut drauf. Ich möchte es versuchen, öffentlich gegen Papa Kahns Allianz mit Caesar einzutreten. Hä? Ich und Diane, wir stehen nicht so auf Politikkram, ja? Wir stellen nur Ware her und sorgen dafür, dass sie ein ordentliches Zuhause bekommen. Micke macht mich wahnsinnig. Nervt Caesar, du musst halt hier schlafen. Solange wir uns haben, kümmert es uns nicht, wie sich die großen Tiere balgen. Sprache 60, aber sie werden einander nicht haben. Die Legion wird sie töten und Diane zur Sklavin machen. Alter, was für ein super Mist. Das ist doch niemals ein Kopashishi. Was? Ja, okay. Ich und Diane halten ihnen den Rücken frei. Kein Problem. Siehste, warum nicht gleich so... ja, du könntest gleich nochmal probieren. macht's gut. Immer gut. So, jetzt musst du aber die Alte noch überzeugen. Also, du musst dir sagen, dass. Hat doch einer gereicht? Na, aber du musstest die, doch. Die Quest wurde doch schon als. Ja? Scheiße. Jemand hat Motorrunner umgelegt. Der Junge war einer unserer größten Abnehmer. Und wegen der Allianz mit Caesar's Legion? Keine Sorge. Achso, okay. Jack und ich haben das besprochen. Da wird nur sicher gehen. Wir werden für einen Bruch mit der Allianz eintreten. Super. Halt die Backen. Tschüss. Und macht's gut. So, wo machen wir jetzt hin? Naja, erstmal da runter zu dem, ja genau, da würde ich fast nach, Good Springs. Good Springs, yeah. Mal auf den Good Springs Friedhof hier. Friedhof. Oh man, everybody hier in der Ypni. Alles klar, Friendo. So, wenn man Good Springs sind, dann können wir eigentlich dann und ich habe ein machen. Interessantes Video auf YouTube gesehen, der sich, was sich mit dem Good Springs Friedhof beschäftigt. Aha. Das ist nämlich ein sehr gruseliger Ort. Wenn man nachts hierher kommt und die Soundeffekte ein bisschen höher dreht, dann kann man hören, wie verschiedene Stimmen. Was machst du denn hier? Du zeigst mir irgendwelche Feinde an. Achso, das, das kann ja nicht sein. Nee, das ist ja eine Miezekatze. Dann hört man die Stimmen der Toten und sehr, sehr seltsame Soundeffekte. Aha. Machst du mir ein bisschen den Skorpion Angst. Da hinten, den kannst du da auf jeden Fall schon mal eine reingausen. Huhu. Ich mach ihn nur noch wütender. Na, verstehst du nicht, worauf wir hinaus wollen. Oh, da das war das. What? Wo kommt der denn her? Ich glaube, die machen sich jetzt auch ein bisschen hier Beef mit den Kojoten. Das kann gut sein, ja. Hab ich den erwischt? Nee. Du bist ziemlich treffunsicher. Ja, jetzt würde ich. Alter, ich liebe das Gewehr immer noch. Wir haben so viel Munition Wahnsinn, dafür. Das ist unglaublich, was das Ding kann. Okay, da links ist noch was? Oder links ist noch viel? Ah! Ja, haha, plötzlich geht's gar nicht mehr so gut, ne? Naja, gut. So, was ist links? Da, da ist noch ein Feind gewesen. Ja, lass den Feind nach Feind sein. Okay. Wir müssen jetzt erstmal die gute Melissa finden. Ich glaube nicht, dass sie in der Höhle hier ist. Du musst doch ein bisschen weiter links, Robert. Ja, lass mich erstmal hier gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas Interessantes rumliegt. Außer Skeletten? Ja, anscheinend nicht. Habe ich doch gesagt, wir müssen hier nur ein Stück weiter rechts. Na, dann hör doch auf mich.
Ach ja, der Matze will wieder mal nicht auf mich hören. Niemals. Okay, vielleicht ist jetzt... Ah, hier rein. Guck. Das Problem ist, Melissa überzeugen, wenn sie tot ist, ist es ziemlich schwer. Nimm das VATS, Mensch. Wo kommst du her? Was war nochmal, So. Wir wurden wieder vergiftet hier irgendwie. Wir geben uns hier immer gegenseitig Medizinsupport. Ja. So. Ja, irgendjemand scheint hier zu leben. Ich glaube, das ist hier oben, oder? Das sieht fast eher so aus. Also hier unten ist nicht viel los. Nee, also müssen wir irgendwie, irgendwie da hochkommen hoch? Müssen. Na gut. Da haben wir uns ja ganz umsonst mit den Skorpionen rumgekeilt. Kommen wir jetzt hier hoch? Naja, hier? Ein bisschen hat es sich da schon gelohnt, weil wir kriegen ja auch sowas wie Ingame-Achievements. Nein, kriegen wir nicht. Wofür wir wiederum Erfahrung kriegen. Ich ignoriere sowas jetzt einfach. Und die Erfahrung wieder könnte dir ja helfen, mal einen Stufenaufstieg zu kriegen. Oh, ich hasse unsichtbare Mauern. Jetzt muss ich hier echt außen rumlaufen. Wenn du jetzt einfach mal springst? Nee, es gibt nicht. Das ist ja schade. Ja, ich komme hoch. Ja, ich sehe es. Naja, gut. Entschuldigung. Ja, es ist okay. Also das ist wirklich was, was man Fallout ein bisschen ankreiden muss. Also ein bisschen? Das kann schon sehr verstörend sein, wenn man da die ganze Zeit gegen irgendwelche unsichtbaren Wände läuft. Ach, guck mal, Buddy. Du kommst genau rechtzeitig zu deinem Arsch auf. Meine Waffe ballert aus dem letzten Loch. Ups. Ja, da hat's eine Kralle abgefetzt. Mal sehen, wie wir jetzt hier hochkommen. Ich vermute mal, hier ist auch irgendwie so eine unsichtbare Wand. Ja. Probier's. Ich versuche jetzt einfach auf außen rum. Ich jetzt hier irgendwie noch. Naja, gut, hast du auch wieder recht. Kraxeln. Ja, Robert, du hast recht. Was? Wo? Der Krampf. Die Rede zu einschwach. Guck mal, wir haben vorhin einen Stufenaufstieg bekommen, sind jetzt fast schon wieder in der Level Up. Tja, nur wegen mir. Also das Problem ist, es gibt nur 30 Level. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt ja theoretisch sogar nur 20 und mit dem DLC haben wir uns auf 30 hochgearbeitet. Toll, jetzt können wir hier wieder nicht hoch oder was? Vielleicht ist er auch in diesem Dings hier unten, in dieser Schlucht oder was das ist. Auf jeden Fall ist er wieder eine unsichtbare Mauer. Ich wäre wahnsinnig, ey. Komm ich denn zu der Tussi hin? Vielleicht hier durch oder so? Da würde ich mir keine Hoffnung drauf machen. Ja, vielleicht ist ja noch so ein Durchgang. Das nee. Wandern ist des Roberts Lust, wie man so schön sagt. Ey, du wirst echt bekloppt. Kommst genau rechtzeitig zu deinem. Naja, das war ein bisschen optimistisch, oder? Beine links verkrüppelt, nicht übel. Ah, let's leck hier. So richtig schön angelegt noch, das war genial. Das war echt super. Mensch, wie weit rum muss ich denn hier noch gehen? Gibt's doch nicht. Versuch jetzt mal hier links drauf zu jumpen. Vielleicht kannst du da... Ich hasse unsichtbare Mauern. Das ist echt eine große Schwäche an dem Spiel. Die ist so schwach, dass wir das Let's Play sofort beenden. Scheiß Spiel. Kauft's euch bloß nicht. Vielleicht hier drüben. Also da habe ich jetzt wirklich Hoffnung, dass man hier mal hochkommt. Das könnte funktionieren, ja. Jetzt bricht dir gerade echt die Framerate übelst ein. Seltsam, oder? Jetzt hat sie sich ein bisschen bei 30 gefangen. Ungefähr. Ich weiß auch gar nicht, was mein Rechner im Hintergrund so rödelt. Rödeli-dödeli. Boah, wenn jetzt nochmal so eine unsichtbare Mauer gewesen wäre, ich glaube, wäre aus gerade. Aber so richtig hin komme ich immer noch nicht. Komm ich zu den scheiß Bagger hin? Nee, so wirklich geholfen hat das jetzt nicht. Aber vielleicht musst du ja auch, naja. Wir sind fast in New Vegas. Was? Nee, hier hinten. Ach so. Wie kommen wir hier rein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist das, wo die Vault war, oder? Dann geh erst mal da unten, da sieht es ja auch spannend aus. Mal sehen, was es da so gibt. Ist das halt eine kleine Erkundungstour hier? Na, ein bisschen schon, ja. Das würde ich nicht tun. Nö, das sieht auch freundmäßig aus. So, da haben wir hier ein kleines Häuschen. Was du nicht sagst. Kackhäuschen. Auch genannt Toilette. Nein. Na gut. So, wann dürfen wir endlich mal den Ort entdecken? Entdecke! Jetzt! Super. Na, fast. Sloan! Ah, ist ja gut. Schnuffel! Wuff! Du hast dir wohl das Bein verletzt. Wuff!
die Wunde mit Antibiotika reinigen und Schnüffels verletztes Bein richtig verbinden. Erfolg, Schnüffel. Wie läuft's? Wuff, oh, toll. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Oh nee. Also, so ein Roboter habe ich noch nicht gesehen. Tja, das ist unser Hubert. Steinbruch. Vielleicht kommen wir hier irgendwie in den Steinbruch rein. Ich frag mich gerade, wo wir Antibiotika her haben. Ey, warte mal. Mach ich. Also, dieses Haus erinnert mich stark an ein Haus in Fallout 3. Ja, stimmt, wo du die Ohren verkaufen konntest. Oder die Finger. Oder? Nee, das war dort oben hier, wo diese Republik der Freiheit oder so war. Nee, das war ein anderes. Das war ein anderes. Aber das sah fast genauso aus. Zumindest mit der Treppe. Ähnlich, aber ich... Oder war das doch so? Also ja, das kann sein, also ich glaube, naja, die haben ja relativ viel aus Fallout 3 übernommen. Aber das sieht so gleich aus, also... Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich versteckt bin. Ja. Die bösen Jungs werden uns nicht kommen. Nein, werden sie nicht. Ach, das war ja fast genauso, bin ich mir fast sicher. Ein Safe. So, zack. Halt, F5. Du kriegst das nie richtig raus, welche Taste das ist, oder? Nee. Das ist schon ein Problem, das schleppst du mir seit Anfang des Let's Plays mit dir rum. Scheint gar niemand zu Hause zu sein hier. Nö, da kommen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ui. Also auf jeden Fall haben die Geld hier, die Minenarbeiter. Meinst du, die hatten Geld? Ja, die haben das noch. Das ist nur deine gerechte Bezahlung für Schnuffel. Eben. So, was haben wir hier, Vorkriegsbuch? Finanzklemmbrett, na gut, dann gehen wir raus. Die Todeskrallen halten Abstand. Ja, ist ja gut. Jetzt. Die mögen uns auch bestimmt irgendwann. Huch. Hier sind wir in der Baracke. Wer bist denn du? Niemand, mit dem ich reden will? Hm. Nehme Deckung. Was ist das? Ein Buch bestimmt, ja. Sieht das dick aus? Nee, aber ups, jetzt habe ich irgendein Makro bei dir gedrückt. Dürfen es einfach mal mitnehmen. Ah, ja, Scheiße. Das war sehr schlau, lieber Robert. Jetzt hast du Feuer. Ich glaube, die Aufnahme ist wohl gerade abgeschmiert. Ah, okay. Ja, hoffentlich ist die ganze Datei jetzt nicht im Arsch. Ey, hoffen wir es mal. Wenn nicht, müssen wir es nochmal spielen. Nein. Naja, vielleicht... Vielleicht bis gleich. Wir machen jetzt erstmal hier einen kurzen Cut. Genau. Und hier sind wir wieder zurück. Uns ist die Aufnahme glücklicherweise nicht abgeschmiert. Naja, die Aufnahme ist schon abgeschmiert, aber das... Ja, aber die Datei ist noch in Ordnung. Und jetzt gucken wir erstmal, Nehme Deckung war das Buch. Bei Hilfsmittel. Oder nee, das nur Deckung. Nee, Nehme Deckung. Sicher? Ja. Oder auch nicht. Dann sie ist nur Deckung. Nehme hieß nämlich, also einfach für mitnehmen. Ach so. Du Vogel, du. Das ist auf jeden Fall ein Buch. Na, dann lesen wir das mal. Sprengstoff, auch nicht ganz schlecht. So, jetzt können wir auch nochmal hier reingucken. Und das lohnt sich nicht zu klauen. Ach, da lässt du mal einen Gutmenschen raushängen hier. Verschlossen leicht. Ist hier drinne. Korken. Ja, ich muss mich bloß erstmal hier... War ja nicht die ganze Zeit jemand mit drin? Ja, da steht dort auch noch. Ach so, da kriegt es nicht mit, dass wir gerade die Schränke aufbrechen. Den interessiert es nicht. Na gut, das lasse ich den hier. Den Mist brauche ich nie, hast du? Unsere Jungs haben die Einschienenbahn zum Laufen gebracht. Ich hab's. Oh, nehme hier Dienstbuch der Elektronik. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Vorsicht! Oh Gott, jetzt hast du dich verraten. So. Dienstbuch der Elektronik. Mensch, die haben ja allerhand Zeug. Reparieren um 4 Uhr höher. Reparieren. Schönes Ding. Naja, das ist nach wie vor unsere Bezahlung für Schnüffel. Mhm. Schnüffel die Büffel. Schnüffel die Büffel. Und ich glaube, in dieser Folge erreichen wir die gute Frau wohl nicht rein. Mehr. So wie denn, unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Ach, die waren das. Na, dann ist doch alles cool. Sagen aber alle irgendwie. Die Großkahn haben das auch gesagt. Nee, niemals. Doch. Die Großkahn hätten niemals die Einschienenbahn... Oder hat das Kaminrote Karawane gesagt? Nee, die haben nur sowas gesagt, wie ich dachte, das würde die mehr schwächen. Ach so. Wolltest du nicht irgendwas an der Werkbank machen? Ach nee, ja, aber da durften wir jetzt nicht rein. Außerdem würden wir es offscreen machen. In die Kantine, ja, da gehen wir gerne rein. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. So, was haben wir denn hier für eine Lady? Jess Wickens. Ja. Was ist das Leckerste, das Sie je gegessen haben? Deine Mutter. Etwas, das nicht vor 200 Jahren hergestellt wurde.
Ja, kaum zu glauben, dass manche Leute das Zeug immer noch essen, was? Also, ich habe ein Rezept für Todeskrallenomelette, das ich mal ausprobieren möchte. Das Problem, ich brauche ein Todeskrallenei. Irgendwie klar, oder? Mhm. Wie sind Sie denn auf dieses Rezept gekommen? Meine Großtante Rose hatte eine Pension drüben in Kalifornien in einer Stadt namens Modoc. Sie war es, die sich das Rezept ausgedacht hat. Keine Ahnung, wie sie ein totes Krallenweibchen zu fassen kriegte, aber sie hielt es in einem Schuppen. Und so hatte Tante Rose immer genug Eier da. Klasse. Zumindest bis ein Fremder vorbeikam und die Todeskralle tötete, hat sie mitten ins Auge geschossen. Mhm. Mhm. Das klingt für mich wie eine Story aus einem alten Fallout-Teil. Stimmt, ja. Also der Fremde könnte der Spieler gewesen sein. Das kann durchaus sein, ja. Wo finde ich denn ein Todeskrallenei? Sie frage ernst. Der Steinbruch nördlich von hier ist voller Todeskrallen. Ach, da finden super. Sich garantiert auch irgendwo ein oder zwei Eier. Ein Todeskrallenei von irgendwo anders tut's natürlich auch. Meine Tante Rose sagte immer, die Dinger halten sich unglaublich lange. Was bieten Sie im Tausch für das Todeskrallenei? Besonders gut bei Kasse bin ich nicht, aber ich würde mich breitschlagen lassen, Ihnen das Rezept zu verraten. Okay. Na dann, sprechen wir was anderes. Auch gut. Möchten Sie vielleicht... Ja, zeigen Sie mal Ihr Angebot. Ich denke mal, die würden jetzt nicht so den krassen Shit hier haben. Bier! Ja, toll. Vielleicht können wir ein bisschen was verscherbeln. Oh, ich glaube, so viel haben wir gar nicht zu verscherbeln. Das habe ich erstmal rausgehauen. Ach so. Naja, gut dann. Nee, aus Hilfsmittel würde ich nichts rausgeben. Okay. Na dann, mach's mal gut. Wir werden uns wahrscheinlich in das Steinbruchgebiet doch noch irgendwie reinwagen dürfen und dort ein bisschen Todeskrallen spielen. Die sind echt kloppt hier, die Leute, oder? Die kriegen nichts mit. Die ist leer. Leer, 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 Man muss ja auch nicht alles mitgehen lassen, lieber Robert. Man kann ja auch mal... Na gut, die eine Nuka-Cola, die lassen wir ihr mal. Guten Abend. Ja, ja. Siehst du, die wird schon grantiger. Okay. Die weiß, dass da was im Busch ist. Die weiß es, Robert. Bin ich mir ganz sicher. Jetzt versuchen wir mal irgendwie in diesen Vor... Ja, das versuchen wir, aber nicht mehr in dieser Folge, lieber Robert. Denn die Folge ist... Die fertig ist. Ist es dir vor der Nase wegklauen oder was? Nein, machen wir natürlich nicht. Okay. Ja. Das war's für Folge 132. Ja, 132. Wunderbar, dann sehen wir uns in der 133 wieder, wenn Robert nochmal eine Runde failen darf. Und dann bin ich auch schon wieder dran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.